Ich bin so klug. Faszination E-Foil. Der größte Wassersporttrend der letzten 2 Jahre. Macht es wirklich so viel Spaß? Ich zeig's euch, warum es bei uns das absolute Highlight in unserem Shop ist. Wie es funktioniert, das zeige ich euch. Und ich zeige euch auch hier mein absolutes Geheimnis. Das ist eine ganz easy Sackkarre aus dem Baumarkt. Und die macht mir das Handling so easy. Naja, let's go ab an Strand. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich mach das hier mit der GoPro. Und sieht mein Setup hier aus. Das ist mein, ja, so ein Rucksack-Seesack. Ja. Kommt dann auch gleich der Autoschlüssel rein. Handy bleibt im Auto. Und jetzt im großen Sprint ist es natürlich sehr komfortabel. Ich packe das E-Foil dann so sauber rein zwischen die Sitze. Ja. Hab dann jetzt gleich hier auf meiner Sackkarre. So laufe ich runter zum Strand. Vorm Office gehe ich normalerweise am liebsten E-Foilen. Aber das ist halt ein Marathon. Das heißt, ich komme nicht durch die Absperrungen durch. Und es sind auch unglaublich viele Leute da. Und gehe jetzt hier von Sapunta bis da hinten. Das Nervige an dem Platz ist, dass Trailer eben immer sind, die dann eben so ihre Jetskis und das Schlauchboot da reinlassen. Das heißt, ja, da ist immer richtig was los. Deswegen muss immer alles auch schnell gehen. Gleich ab ins Wasser und dann Rock'n'Roll. So ist mein Setup mit dieser Sackkarre. Dann kann ich das Ganze dann easy mit einer Hand ganz bequem hier runterfahren. Und es hält eben ganz von allein, lässt sich alles super einfach zusammen machen. Sackkarre lasse ich da stehen. Wurde mir bisher, toi toi toi, Klopf auf Carbon, noch nie geklaut. Ich hoffe, es bleibt auch heute so. Schuhe lasse ich auch am Strand. Bisher hatte ich immer super viel Glück. Also ich lasse immer sehr offensichtlich da liegen und mei. Wenn jemand Interesse hat an meinen ausgelaufenen Sneakern und einer rostigen Sackkarre, dann ist es so. Ja, mit der Spitze drauf. Ja. So mache ich das Board jetzt kurz ready. An dieser Stelle prüfe ich immer, ob auch der Controller erfolgreich verbunden ist. Das macht man im Idealfall, solange man noch nicht im Wasser ist. Dann sehen wir auch schon, ist es. Super. Okay, dann räume ich hier alles ordentlich auf, wie ich es hinterlassen kann, und dann gehe ich ins Wasser. Wie deutsch kann man sein, Johannes? Ja. Nein, aber tatsächlich, ich komme eben von Yachting, und da gehört es einfach dazu, dass man einen Platz immer ordentlich hinterlässt. Ich verstecke einfach auch meine Schuhe hier unter dem Handtuch, habe auch die Sackkarre dahinter quasi in so einem Absatz versteckt, und dann fordert man es auch nicht unter. So, das Meer ist gerade eine Badewanne. Hier hinter mir, das ist so Talamanca. Da hinten ist die Stadt. Von da hinten komme ich in etwa. Das ist traumhaft einfach. So, jetzt wollen wir das Board mal starten. Nachdem man angehalten hat, muss man es einmal hier bestätigen. Dann gibt man einmal Gas, legt einen Gang ein, automatisch kommt das Board schon. Versuchen wir es mit 2 Händen und ja, fahren wir mal hier ganz gemütlich durch die Bucht. Erstens bringe ich das Board ein bisschen auf Geschwindigkeit, dazu kann man einfach gemütlich auf den Knien stehen. Ein paar Fischreiher, die will ich jetzt gerade nicht stören. Wenn wir so ein bisschen Geschwindigkeit haben, eine Kurve, da steht man auf, etwa so. Na, ihr seht, das Board ist jetzt noch im Wasser. Jetzt gebe ich einfach ein bisschen Gas. Ich versuche meinen Punkt hier ein bisschen nach hinten zu verlagern. Und schon fliege ich. Boah, das Meer ist so geil hier. Es ist echt unglaublich geil. Es ist wirklich das schönste Hobby, was man machen kann. E-Foil fahren ist wirklich so das neue Golf geworden. Ne? Viele Leute, das
sonst hier so auf Ibiza hobbymäßig golfen. Ja, die golfen natürlich trotzdem noch. Aber kaufen sich gerade so ein E-Foil. Und jeder beschreibt so, dass es so das Ultra-Meditative für sie ist, ja. Also was für die einen Leute Yoga ist, für viele so das E-Foil fahren, weil man muss sich wirklich konzentrieren, die Balance zu halten, ja. Jede kleine Bewegung löst ja was aus. Also wenn ich mich hier so ein bisschen nach hinten lehne, mache ich hier so einen schönen kontrollierten, ja, kontrollierte Kurve. Heute hatte ich eigentlich vor, kurz mit dem E-Foil nach Formentera rüber zu fahren. Aber ich traue es mir nicht alleine. Man weiß nie, was unterwegs ist. Und ich hätte noch einen Kumpel gefragt, ob er mitkommen würde mit zwei Boards, wäre das okay. Aber alleine jetzt nach Formentera zu fahren, das fühle ich jetzt auch nicht, obwohl es mehr heute spiegelglatt ist. Also Fun Fact, die meisten Unfälle passieren immer dann, wenn alles perfekt ist. Geiles Wetter, kaum Welle. Wenn man dann übermütig wird und alleine rüber zu fahren nach Formentera, auf einmal ist unterwegs irgendwas. Man fängt sich eine Fischerleine ein oder irgendwas. Und wenn man dann in einer blöden Position ist auf dem Meer und eine Fähre kommt, ja, dann ist es dumm. Hätte ich vielleicht vor 5 Jahren einfach so gemacht. Aber seit man so verheiratet und Papa ist, denkt man über die ein oder anderen Sachen und vor allem die Konsequenzen ganz anders nach. Ich rede auch hier von der Beinstellung. Also ich stehe mehr im vorderen Bereich, wobei das Gewicht jetzt hier auf meinem hinteren Fuß ist. Ja. Wenn man es mehr nach vorne macht, wird man auch automatisch schneller und muss es wieder ausgleichen. Also ich gehe ein bisschen mehr in die Knie. Ja. Und dann kann ich auch die Geschwindigkeit wieder ein bisschen das erhöhen. Aber wenn man gemütlich fahren will, ist man eigentlich eher so ein bisschen mit dem Gewicht mittig zum Board. Der vordere, das vordere Fuß, der gleicht im Prinzip einfach nur aus, damit das Board nicht zu weit nach oben kommt. Also, dass man aus dem Wasser rausspringen würde. Es sei denn, man will das natürlich, aber ja, springen ist jetzt nicht so mein Talent. Ich bin eher so der Cruiser. Das ist echt so mein Ding, ne? Ja, es gibt nichts Schöneres. Also wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, ab dann ist es einfach nur noch enjoyen, ne? Hier müssen wir wieder aufpassen. Hier ist es ziemlich flach. Der hat es mir vorhin schon mal reingehauen, weil ich total unterschätzt habe, wie flach es hier ist. Und ist das Board einfach stehen geblieben. Was auch geil ist, anders wie bei Chatboards, dass einem die Welle egal ist, weil man ja über der Welle ist. Ich fahre jetzt gerade gute 25 km/h. Meine persönliche Höchstgeschwindigkeit, die ich hatte, war 45 km/h. Jetzt mit der GoPro in der Hand und im Back traue ich es mir jetzt nicht. Na, mal schauen. Vielleicht kommt es noch. Bisschen zu hoch geflogen. Das nennt man Breakout. Der Mast des Audis ist 80 cm hoch, das heißt, ich bin über 80 cm geflogen, sodass das E-Foil über die Wasseroberfläche rausgeschossen ist. Das ist Board. Oh. Geil. Tut auch schon mal gut. Bin ich einfach zu hoch geflogen. Ich hatte den Höhenrausch gerade. Oh. Das Mikro hört man mich, ne? Da geht mal. Das ist ein richtiger Rausch, den man hat. Ich habe jetzt den ganzen Tag gehofft, dass ich hier noch Delfine sehe. Das letzte Mal, als ich hier war,
und einfach Delfine sind vor mir hergesprungen. Ey, es war so krass. Weil die irgendwie, das behaupte ich, einfach so diesen Elektromotor und diese Geschwindigkeit einfach lieben. Hatte leider keine Kamera dabei. Oh. Niemals alleine auf eine Tour fahren. Also ich bin heute auch, weil ich alleine unterwegs bin, hier nur in dieser Bucht. Auch wenn das Meer heute spiegelglatt wäre, es wäre total easy nach Formentera rüber zu fahren. Aber es ist einfach keine gute Idee. Unterwegs kann so viel passieren. Man kann sich eine Angelschnur einfahren und auf einmal bleibt man dann stehen. Man kann es versuchen, im Wasser zu fixen und es geht in den meisten Fällen auch gut. Aber wenn man gerade in einer blöden Position ist, wo häufig Boote eben vorbeifahren oder womöglich in der Fährlinie ist, dann ist es einfach schweinegefährlich. Und ja, jetzt gerade so als Fahrer denkt man da häufiger drüber nach. Ich werde hier noch heute in dieser Bucht schön fahren. Das ist einfach ein Traum. Da fliegen ein paar Leute gerade nach Hause. Noch 46 Restakku, dann hier sieht man meinen Efficiency-Modus. 36 Minuten bin ich schon unterwegs, also ja, richtig unterwegs. 13,6 Kilometer bin ich schon gefahren. 36 km/h war meine Höchstgeschwindigkeit heute, im Durchschnitt immer so 24,6 km/h. Und da sind wir wieder. Ich fahre am liebsten im Gonna-Fly-Modus. Ist ganz entspannt, ganz smooth. Ja. Diese grüne Sportkatamaran hinter mir, die sammeln so eine Aktion in Ibiza für ja, Keep the Ocean Clean. Hier sind so ein paar so ja, Fischmarane. Sorry für die Störung, Bros. Das ist geil, oder geil? Das ist echt einfach ein Traum, muss ich echt sagen. Vielleicht habe ich gerade ein bisschen Rotze im Gesicht, aber sorry, it's part of the business. So, dann würde ich sagen, let's call it a day und ja, jetzt hoffen wir, dass meine Schuhe noch da sind und auch meine Sackhalle, sonst muss ich das Board heimtragen. Nicht mal mehr in 4 Wochen, dann ist es endlich soweit, dann ist es mehr warm genug, dann braucht man auch keinen Neopren mehr. Was wir unbedingt wieder brauchen, sind unsere Ponchos, die sind momentan nicht im Stock, also wenn ihr mir schreibt, ich kann sie momentan nicht liefern. Das Geilste nach jeder Fahrt ist vor allem eben, ja, die ganzen Ergebnisse checken, man kann dann eben sehen, wo man gefahren ist, wie lange man geflogen ist, etc. Ich packe das Board jetzt ordentlich hier ein und das Wichtigste ist vor allem beim Salzwasserbad, das Board dann wieder gut mit Süßwasser abspülen, weil es im Showroom steht, reinige ich es und trockne es dann gleich. Ganz wichtig, mit einem sauberen, trockenen Mikrofaser. Da bin ich besonders stolz auf unsere Dusche hinten am Office, ist aber nichts für Warmduscher. Es gibt so Fragen, die ich nie richtig beantworten kann, wie Hannes, was bedeutet für dich Erfolg? Oder wann hast du es gewusst, dass du es so geschafft hast? Also, ich kann dir nie beantworten, weil ich habe es irgendwie nie so richtig geschafft für mich. Aber was für mich Erfolg bedeutet, dass ich in meinem eigenen Office einfach nur mit einem Handtuch begleitet stehen kann und ohne, dass jemand seltsam vorkommt oder irgendjemand eine Grimasse macht. Gut, heute ist auch niemand da, aber ich teile es mit euch und sehen es auch alle unsere Mitarbeiter. Und dann haben wir es auch geschafft für heute.